Was hast du jetzt an Found Footage vorbereitet für Pogo? Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe gelogen. Also, tschüss. Wir haben Coco gesehen, oder wie der Franzose sagt, Coco. Endlich mal ein Film, den wir zu zweit gesehen haben. Es ist der neue Animationsfilm von Pixar. Wir sind in Mexiko und es geht um den Tag der Toten, den Dia de la Muerte, und um einen kleinen Jungen, der ins Reich der Toten kommt, obwohl er noch lebt. Diese ganze Thematik Tod, was passiert mit den Toten, der Tote wird vergessen, man darf nicht vergessen werden, Erinnerung, darum geht's. Und das ist für ein Kind durchaus schwere Kost, oder? Finde ich auch. Man braucht unheimlich viel empathisches Empfinden, glaube ich, was so ein Kind, der nun meistens relativ dümmlich nicht hat. Ich glaube, das ist sehr schwer für das Kind zu verstehen, was passiert wirklich, wenn man stirbt und man will nicht vergessen werden. Und deswegen gab es viele emotionale Momente, die mich doch direkt zu Tränen gerührt haben. Aber trotzdem natürlich ein Animationsfilm mit sehr vielen lustigen Momenten auch, mit so wieder natürlich einem tierischen Begleiter, der so ein bisschen durchgeknallt ist, ne, dieser Hund. Obwohl mich der genervt hat. Den fand ich irgendwie süß, aber am Anfang fand ich es, ich persönlich habe es am Anfang nicht so gut gefunden. Diese ganze Mexiko-Thematik ist ja schön, aber dieser Hund... Ja, also, nun versteigt ihr diese Drücke haben. Es ist alles so dieses 0815, wir zeigen jetzt ein süßes Tier, das hat mich irgendwie genervt. In erster Linie ein Kinderfilm, weil Pixar natürlich immer als erste Ebene das leichte, das animationsleichte Kinderding hat und als zweite Ebene für den für Papa am Besuchswochenende, wenn er dann mal mit dem Kind ins Kino muss, dass der sich dann nicht ganz langweilt, sondern mal ein bisschen was Tieferes da ist. Ich finde auch gerade, dass er im zweiten Teil, wenn der Twist kommt, dann gewinnt der Film für mich unheimliche Tiefe und dann macht es richtig Spaß, den Film so zu folgen und wenn man nicht wirklich weiß, wohin es geht. Wir geben eine Empfehlung ab und den kann man sich angucken, am Ende ohne, dass man sich dafür schämt. Ihr seid mündig, ihr seid autark und habt selber zu entscheiden, ob ihr den gucken wollt oder nicht. So, bumm. Das ist so toll, endlich mal wieder mit dir gemeinsam einen Film zu besprechen. Ja. Ich bin doch vereinsamt langsam vor der Kamera, denn du hast ein bisschen schleifen lassen in letzter Zeit. Ja. Ich habe sogar darüber nachgedacht, ein Special-Video mal zu machen in meiner Freizeit, die wirklich nun reich gesät ist aufgrund des vielen YouTube-Geldes, was ich verprassen kann. Mal ein Video zu machen, wo man die letzten Pixar-Filme alle mal gegenüberstellt und zeigt, dass die Story immer ähnlich verläuft. Also so fühlt sich das für mich an. Ich habe das jetzt noch nicht recherchiert, richtig, aber so fühlt sich das für mich an. Wenn ihr da sowas sehen wollt, dann lasst doch einfach mal einen Daumen da, ja? Genau.